Schnell hier hoch. Oi. Oh, scheiße. Nein, Hilfe. I gotta call my friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Minute to minute, I feel like I'm in the movie Momento, but I don't have a... Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und... Beziehungsweise, ich sage, hey, ihr Indianer da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Desperado. Wir spielen heute wieder Desperado und hier ist gleich ein kleiner Mini-Zombie, den ich jetzt erstmal töten werde. Und es passt eigentlich ganz gut, dass es jetzt Nacht ist, denn ich brauche sowieso einen Creeper, weil ich brauche Schwarzpulver, denn ich möchte mir gerne für meine Muskete hier Munition machen. Und das sind wir auch schon beim nächsten Thema, und zwar bei der Muskete. Ich habe mir jetzt ein paar Waffen gecraftet, damit ich so ein bisschen was machen kann. Oh, mein Helm ist kaputt. Ich mochte den doch so sehr. So, ja, also wie gesagt... Ich muss mir in der heutigen Folge ein bisschen Munition machen. Oh, da ist ein... Er ist explodiert. Okay. Ich habe ihn nicht gesehen. Es tut mir... Oh, stirb im Treibsand. Hä? Die kam da raus. Boah, ey, so eine Hackerin, ne? Geht mal gar nicht hier. Ja, geht ja mal gar nicht. Das Pferd hier finde ich auch cool. Hier ist ein Skelett. Ich sehe leider nirgendwo einen Creeper wegen dem Shader hier. Ich kann den Shader mal schnell deaktivieren. Hallo? Ist hier irgendwo ein Creeper? Nein, auf jeden Fall. Oh, der. Ein Villager-Zombie! Nein, stirb nicht! Hallo! Überlebe! Überlebe! Überlebe doch! Nein, er stirbt, er wird sterben. Ja, er wird sterben. Nein, stirb nicht. Nee, nicht sein Ernst, oder? Was bist du da oben eigentlich für ein Kameradenschwein, ey? Ich werde sterben. Nee, ich werde doch nicht sterben. Puh, das war aber jetzt schön. Ganz schön knapp hier. So, schnell hier hoch. Oi. Oh, scheiße. Nein, Hilfe. Scheiße. Oh mein Gott. Leute, ich dachte jetzt gerade, es ist aus. Ich dachte jetzt gerade ernsthaft, mein letztes Stündchen hat geschlagen. Alter Schwede. So. Ein paar von euch werden sich jetzt fragen, wieso kommt jetzt schon wieder keine Roleplay-Folge. Also Leute, ich habe dafür eine ganz simple Erklärung. Ich habe in letzter Zeit so viel zu tun, Real-Life-mäßig, und ich hoffe, dass es auch die anderen Teilnehmer hier im Projekt verstehen. Und zwar, ich persönlich habe derzeit, ich bin ja umgezogen, ich muss mein Zimmer einrichten, ich muss alles aufbauen. Ich habe so auch noch ganz viele andere Sachen zu erledigen. Und so Roleplay-Folgen sind dann doch meistens... mehr Aufwand als so normale Folgen, und ganz einfach habe ich deswegen gesagt, so yo, ich mache heute jetzt noch eine normale Folge und dann gibt es wahrscheinlich heute Abend auch noch einen Stream und morgen dann und ab morgen dann eine ganz schöne normale Folge. So, jetzt brauche ich ein Eisen und ein Schwarzpulver, aber ich glaube, ich habe jetzt alles außer das Wichtigste, und zwar Papier. Ich glaube, ich habe ernsthaft kein Papier. Oh Mann, müssen wir jetzt ernsthaft weggehen? Ich könnte ja mit meinem Pferd reiten, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal schlafen. In mein schönes Bettchen hier. Oh, ich bin außerhalb. Ja, nice. Das feiere ich auf jeden Fall. Und ja, ich habe jetzt schon mein Tibi so ein klein bisschen eingerichtet. Oder, naja, eingerichtet. Ich habe halt hier so ein paar Tische aufgestellt. Hier haben wir dann auch so eine Uhr, natürlich typisch indianerhaft, so ein Traumfänger. Und dann habe ich mir hier so ein Dings gemacht, so ein Tresor mit einem Schloss und einen Schlüssel, aber irgendwie, ich bekomme es nicht auf. Guck mal, es geht einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe, damit es nicht geht. Aber es geht einfach nicht auf. Dann habe ich mir hier so eine Attrappe aufgestellt. So, Moment, und... Bäm, richtig in your face. Also natürlich funktioniert das nicht, dass man da drauf schießt, weil das irgendwie nicht als fester Block erkannt wird. Hier so. Oh, abbauen wollte ich es eigentlich nicht. So. Aber irgendwie, es wird nicht als fester Block erkannt. Ja, deswegen schießt man immer so daneben. Aber ist halt natürlich alles nur Deko. Mein Tipi ist jetzt...
weitestgehend fertig. Ich werde ihn noch ein bisschen zweifarbiger machen, werde noch mehr Tipis aufstellen. Ich weiß nicht, ob Wesley generell jetzt hier in der Stadt noch weiterbaut oder wieder hierhin zurückkommt. Ich habe keine Ahnung, ob das in der Stadt nur ihr Zweitwohnsitz ist. Also bin ich hier ja ganz forever alone. Und ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal auf Yakuri und werden jetzt einfach mal wegreiten. So, zack, haben wir die Leine, ja, perfekt. Denn ich möchte jetzt schön Dings suchen. Das Pferd ist irgendwie total langsam, ne? Also es kommt mir sowas von langsam vor, das Pferd. Aber es ist ja auch ein Mo Creatures Pferd, von dem her ist es ja nicht so schlimm. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt erstmal hier ein paar Dinger suchen. Ein paar Zuckerröhrchen, damit ich dann da endlich schön und gediegen hier meine Kugeln machen kann, damit ich auch mal ein bisschen Radau in der Stadt machen kann. Und ab morgen dann eben eine Roleplay-Folge, das verspreche ich hier jetzt hoch und heilig. Morgen wird keine normale Folge kommen, morgen wird eine Roleplay-Folge kommen. Aber morgen haben wir ja auch schon Freitag, morgen habe ich da besser Zeit, obwohl ich sagen muss, dass dieses Wochenende auch wieder sehr stressig wird, weil wir dieses Wochenende auch wieder einiges vorhaben. Dann morgen Abend zum Beispiel kann ich nicht streamen, da bin ich weg, da gucken wir irgend so ein Feuerwerk an. Das bedeutet schon mal, heute kommt eben die Folge, dann wird noch ein PvP-Video heute kommen und die Roleplay-Folge dann wie gesagt heute, morgen, ja, morgen, also Roleplay-Folge morgen und heute bleibt das bei dem. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie gezwungen sein, irgendwie immer dieses abwechselnde Ding einzuhalten. Ich bin einfach dafür, dass ich sage, ja, Roleplay mache ich dann, wenn ich wirklich Zeit dafür habe, weil es ist schon wichtig, Zeit für etwas zu haben, um es dann richtig zu machen. Nicht wie damals, ja, keine Zeit, schnell eine Roleplay-Folge und so weiter und dann passieren so Fehler wie Auto oder Zeitmaschine. Ja, seid ein bisschen gespannt und wartet einfach mal drauf und dann. Und dann wird schon, ne? Und so, jetzt brauche ich erstmal hier ein bisschen Zucker. Und ich weiß nicht, wo ich da gerade hinrenne, aber egal, ich werde. Oh, was ist das hier? Das hier ist Flussschilfrohr. Okay, Schilfrohr ist aber kein Zuckerrohr. Das ist nicht das, was ich wirklich brauche. Ich brauche eigentlich nur Zuckerrohr. Aber dass ich. Generell ist es so, ich finde nie Zuckerrohr. Es ist. Hallo? Ist das Zuckerrohr? Sorry, Leute. Sorry, sorry. So. Und zwei Zuckerrohr. Und noch ein Zuckerrohr. Perfekt. Ja, dann können wir eigentlich ja schon wieder nach Hause. Komm, Yakuri. Wir müssen gehen. Und ja, mein Pferd heißt eben jetzt Yakuri. Ich habe eben, wie gesagt, einiges jetzt schon offline gemacht. Hallo, hör auf zu hüpfen. Hallo, wieso hüpft mein Pferd? Hallo? Pferd? Kann mein Pferd bitte aufhören zu hüpfen? Oh mein Gott, Leute, was ist hier los? Hallo, hör auf zu hüpfen, Yakuri. Du kannst dich freuen, dass wir Zuckerrohr haben. Ja, aber die ganze Zeit zu hüpfen, das ist echt unverschämt von dir. So. Das muss ich irgendwie wieder zurückfinden. Das ist ein bisschen schwer. So. Ich glaube, wir sind aber von dieser Richtung hier gekommen. Dann müssen wir, glaube ich, bei so einem Berg hoch. Und dann wieder zurück. Aber ich kann ja mal auf die Koordinaten gucken. Ich weiß ja so ungefähr. Ja, jetzt zu ungefähr 1500 müssen wir, glaube ich, oben. Oder 1700. Ich glaube, 1755 und 1000 noch was. 1700 sollte jetzt nicht allzu schwer zu erreichen sein, also sollen wir eigentlich locker hinbekommen. Und dann haben wir endlich Munition, hui, hui, hui. Dann haben wir endlich Munition und dann ist das ja wirklich schon mal super duper hier. Ich gehe mal hier rüber. Hui. Hui, hui. Hui. Okay, perfekt. Hier sind noch Bäume. In einem Wald total üblich. Hier sind noch Bäume und ja, da gibt es so Bäumse und so. So, erstmal hier drüber. Ja, ich bin eigentlich auf einem, glaube ich, ganz, ganz guten Weg. Jetzt sind wir nach Hause. Ich glaube, da unten sind wir ja schon da. Perfekt. Super, dann töten wir hier. Ne, die töten wir nicht. Die werden wir nachher einfach mitnehmen und dann da unten reinpacken. Weil hier habe ich ja schon einige
Ihr seht schon einige Schafe. Wenn wir schon hier sind, können wir die auch gleich scheren. So ein bisschen, hui, guck mal, ich schere euch alle, ich bin so ein böser Joke. Hui, hui. Jö. Oh, es hat gleich wieder was gefressen. So ein Lümmel. Komm mit, Yakuri, komm mit. Hallo. Ich hab den Sattel runtergemacht. Wie das denn? So, komm mit. Du musst jetzt... Es hat schon wieder gefressen, das ist so ein Vielfraß hier. Ja, wie gesagt, ich möchte die Stadt auf jeden Fall noch ein bisschen erweitern. Und wir brauchen Indianer. Mehr Indianer müssen sich fürs Projekt bewerben. Mehr Indianer. Wir brauchen einfach mehr Indianer hier. Wie soll denn das werden, wenn alle in der Stadt sind und Cowboys sind? Und die nächste Roleplay-Folge, kann ich euch gleich sagen, wird mit Wesley sein. Das heißt, ich werde mir mit ihr da ein Gespräch raussuchen. Wie gesagt, wegen dem Ding, was ich da eben gesehen habe. Und ja. So, vielleicht wäre es jetzt eigentlich gut, wenn ich das jetzt gleich erweitere, als wenn ich da jetzt gleich Papier draus mache. Nee, obwohl, ich kann ja dann nachher noch privat was suchen, also von dem her verarbeite ich das jetzt einfach. Dann brauche ich das hier, dann brauche ich Schwarzpulver, und ein Eisen. Und Schwarzpulver, wo haben wir es denn? Ich wundere, warum da ein Autositz ist. Ich habe den einfach mal gecraftet, nur testweise, weil ich was probieren wollte. So, wo haben wir jetzt Schwarzpulver, Leute? Ach so, habe ich im Inventar. Ich, Schlaukopf. So. So müsste es sein. Boah, eine Rakete. Musketenkugel. Musketenkugel. Boah, nice, Leute. Guck mal. Das teste ich jetzt gleich mal. Ich habe noch nie eine Muskete gehabt. Boom. Boom. Wow. Kann man die Kugel irgendwie wieder aufsammeln? Nicht, oder? Boah, nice, Leute. Guck mal. Hui. Jetzt schießen wir gleich mal hier aufs Ziel. Und? Moment. Und? Puff. Perfekt. Perfekt. Die Kugel kann man nicht mehr aufsammeln, ne? Leider Gottes nicht. Egal, Leute. Wir haben was in der Folge erreicht. Ich bin froh. Wir haben jetzt endlich Kugeln für unsere Muskete. Und in den nächsten Folgen, wie gesagt, nächste Folge wird wieder eine Roleplay-Folge werden. Hoch und heilig versprochen. Deswegen, Leute, würde ich einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, würde mich ein Däumchen nach oben sehr, 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 sehr freuen. Und ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr Bock habt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Videos mehr von Desperado oder sonstiges verpassen möchtet. Heute kommt noch ein Video. Macht's gut. Oh, ciao. Wow.